Ohoho. Trink. Schneller. Ah, okay. Grauer Brocken. Also er war definitiv nicht so schwer wie beim ersten Mal. Aber ich habe auch doch ein wenig mehr Spielerfahrung gesammelt, was Blocken, Bewegung, was ich angeht. Aber er hat viel Schaden gemacht. Ein Treffer an die 50%. Das könnte noch sehr lustig werden später. Ich denke, ein Dexter oder Magier hat es im New Game Plus einfacher. Weil der ist es eh gewöhnt, gar nicht erst getroffen zu werden. Dafür kann er halt schneller weglaufen und wegrollen und weiter wegrollen und so weiter. Und macht mehr Schaden. Dafür, dass er halt weniger aushält. Was aber nicht schlimm ist, weil er nicht getroffen wird. Also, nee. So. Oh, oh. Ja, da war was. Jo. Das war gemein. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Oh, Havel. Hat man ganz kurz. General hat das benutzt. Ich glaube, ich heile mich mal. So. Also der wird uns one-hitten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Egal, was für eine Rüstung wir haben, wenn er diese Zwei-Hand-Über-Kopf-Attacke macht, wird er uns one-hitten. Das heißt, ich muss immer schön blocken, im Kreis laufen und versuchen, ihn zu backstabben. Und dann kriege ich noch einen Havelsring. Oder ein Havelsring plus 1, das wäre super. Und es ist gut, dass ich menschlich bin, wegen höherer Dropchance und so. Ah, das kam jetzt unerwartet. Hat nur ein bisschen Stamina abgezogen. Au. Jo, Backstab. Oh. Und wenn er auf dem Boden... Wenn er auf dem Boden liegt und wir auf ihn einschlagen und er dann ganz aufgestanden ist, dann verliert man ihn aus der Kamera. Das ist nicht so gut. Also aus dem Target-Lock. Na komm. Gewonnen. Das war komisch. 6000 Seelen. Havels Ring. Ausrüstung. Man kann nicht Ringe zweimal ausrüsten. Schade. Das ist echt schade. Das heißt, wir verkaufen den Ring? Aber vielleicht kann man ihn irgendwie aufstufen. Vielleicht kann man ja zwei Havels Ringe zu einem Havels Ring plus 1 digitieren lassen. Aber wenn, habe ich keine Ahnung wie. Finsterwurzbecken. Haben wir hier unten irgendwas zu suchen? Puh, nö. Eigentlich glaube ich nicht. Wir könnten die Hydra töten, aber die ist irre nervig. Wer ist hier der zweite Boss? Ein Schmetterling. Weil da war nur eine Glut. Nö, ich will erstmal zum Tauren und ganz regulär die anderen Bosse abgehen. Der ganze Bereich hier wurde ja nur freigeschaltet durch den Generalschlüssel. Den hätte ich mir am Anfang eventuell gar nicht holen sollen, weil es war nur zu verwirrend für mich, die ganzen anderen Gebiete hier abzuklappern und so weiter. Also ja, es hat mir geholfen, schön hoch zu leveln und tolle Ausrüstung zu finden, aber ich wusste nie wirklich, wo die Hauptstory sozusagen weitergeht. Hätte ich den Schlüssel nicht gehabt, dann hätte ich nach und nach die Gebiete abklappern müssen. Also ich hätte weniger Freiheit gehabt, aber dadurch ein bisschen mehr Lenkung. Was bei dem ersten Spielen doch recht praktisch ist. Hm? Aber ja, hat ja alles geklappt. Hier war, glaube ich, irgendwo so ein Funkelding. In einem der Fässer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo in einem ähnlichen Turm Fässer hatten. Und da war ein Funkelding drin. Hier vielleicht? Ja. Weg mit dir. Zweimal Funkelchen, die zwei große Scherben. Sehr schön. Hm, da geht's nicht weiter. Hier. Man konnte bei ihm hier auch cheaten. Und zwar, wenn man hier hochgeht, hochklettert, die beiden Skelette umbringt,
dann den Tauren unten pullt, vor den Turm zieht und dann vom Turm runterspringt, um eine Sprungattacke zu machen, die dann mal eben 30% oder so abzieht. Aber ich denke, ich probiere es auf die altmodische Methode. Weil hey, wir haben 20, 30 Stück von dem umgebracht, unten, ne? In der Lava-Ecke. Da wird uns einer jetzt nicht so wirklich gut krumm kommen können. Also, komm her, Kleiner. Wir wissen, was wir mit deinen Weichteilen machen müssen. Hau. Oh, schuss mich ganz schön zurück. Au. Okay. Trinken. Oh, du hast auch einen Schwanz. Also, hinten. Geh mal nach hinten durch. Komm hinten durch, hinten rum. Will da was abhacken. Da. Ich habe den Verdacht, der kann mich auch irgendwo runterschubsen, wenn das so weitergeht. Und ich... Ah doch, ich glaube, ich habe gerade den Schwanz getroffen. Aber zielt immer auf die Körpermitte von ihm. Heißt Kamera vielleicht aus? Warte. Anblockieren. Stamina, 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 komm. Ah, da war wieder der Schwanz. Ja, gib ihm. Ah, er ist gleich tot. Du darfst nicht sterben. Kann ich Boss irgendwie heilen? Ich muss erst das da hinten abhacken. Na, einen Schlag noch und er ist kaputt. Schade. Hätte mir früher auffallen sollen. Noch etwas fürs New Game Plus Plus, oder? Ein Menschlichkeit. Ja, toll. So, hier war überall nichts drin, wenn ich mich recht erinnere. Also ich kann mir das sparen, hier überall rumzurollen. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, bin ich wirklich jedes Fass abgegangen, weil ich halt vor kurzem die Funkelechse gefunden hatte. Und da dachte ich, boah, jetzt sind in allen Fässern eventuell irgendwo Funkelechsen drin und ja, nee. War nicht wirklich so. Oh, und hier treffen wir ein altbekanntes Gesicht. Ich hab da was. Ich bin Gott. Folge mir. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora. Now that I am undead, I have come to this great land. You find that's no need to hide your... Dich irritiert gar nicht, dass ich eine Sonne auf dem Kopf habe? Na gut, du wirst das in ein paar Folgen machen, keine Sorge. Also, Helm wieder wechseln. Da. Reden. Ein herrlicher Vater, ja. Nee, okay, hat nichts mehr zu sagen. Eigentlich hätte er uns noch den weißen Speckstein geben müssen, aber den haben wir ja schon, also macht er das gar nicht erst. So, Drache. Drache, nicht so schön. Ich denke, der wird uns immer noch one-hitten können. Aber wir müssen da durch. Okay, Schild hoch, gib ihm. Oh, one-hittet uns nicht, das ist schon mal schön. Also nicht mit der Attacke. Ich hatte ja schon mal vor zig Dutzend Folgen festgestellt, dass der Angriff, den er da hinten... Warum kommt von da hinten Pfeile angeflogen? Egal, der Angriff, den er da hinten macht, der ist nicht so stark wie der Angriff hier vorne. Hallo? Ich hole mal kurz den Bogen raus. Jetzt, wo ich ihn auch wirklich benutzen kann. Glaube ich zumindest. Da. Warum? Kann ich ihn immer noch nicht benutzen? Sehr komisch.
hat geblutet. Hat keine Ahnung. Oh oh. Ich hab seine Tatze getroffen. Wow. Oh. Das fand er nicht so toll. Okay. Trink. Und tot. Ha. Das ist aber gut zu wissen. Also nicht, dass wir hier am Arsch der Hall wieder auftauchen, das ist doof. Aber gut zu wissen ist, dass wenn wir einmal seinen Schwanz richtig tackern, dass er sich dann hinstellt und wir ihn angreifen können. Wir müssen nur aushalten, dass er alle 5 Sekunden seinen Feueratem dann macht. Da könnte aber zum Beispiel der Flammenschutzring helfen. Und Angstschweiß oder Blitzschweiß. So, wir müssen nur erstmal wieder dahin. Und wir hätten da irgendwo ein Leuchtfeuer benutzen sollen. Wobei das Leuchtfeuer, glaube ich, hinter der Tür war, die wir nicht öffnen konnten. Müssen wir gleich gucken. Weg, 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 weg. So. Den Bogenschützen lassen wir oben Bogenschütze sein, ist egal, auch wenn er uns gleich in den Rücken schießen kann. Oh. Hey, nein, warte da. Hab ich was vergessen? Entschuldigung. Lauf. Trink. Ich hab vergessen, wie viel Schaden die Typen machen können. Da ist nichts mit, wir lassen uns mal in den Rücken schießen. Und dann von vorne mit dem Speer aufspießen. Ah. So, weg mit dir. Weg mit dir. Nerviger, kleiner. Genau. So, rundherum, runter, runter. Treppe wieder hoch. Den einen noch umbringen. Den Turm hoch. Am Taurenplatz vorbei. Und dann sind wir wieder bei Solaire. Und jedes Mal, wenn ich an Solaire denke, fällt mir irgendwie alles der ein. Das war aber, glaube ich, Dragon Age, ne? Haben irgendwas ähnliches. Naja, nicht wirklich. Da geht's nicht weiter. Hier, so, was machen wir jetzt mit dem Drachen? Ich werde ihn nicht nochmal antackern. Dazu hätte ich am Leuchtfeuer erstmal wieder ein bisschen Schweiß machen müssen. Aber es ist gut zu wissen, dass es geht. Das heißt, ich werde mich erstmal heilen. Und dann laufen wir einmal durch, um das dahinterliegende Leuchtfeuer zu aktivieren. Das wäre ein Plan. So, erstmal Ausrüstung. Du Feuerresistenz-Dings. Ah. Lauf. Er macht nix. Er macht nix. Er macht nix. Okay. Er macht was. Wow. Okay. Das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Warte mal, bevor ich jetzt wieder loslaufe. Du. Zauber einstimmen. Ich hätte gerne. Wo ist das Ding? Blitzschweiß da. Und ich hätte gerne. Nicht dich da, sondern die Pyromantieflamme, die wir jetzt demnächst mal aufstufen könnten, wenn wir es dann später können. Und ich muss gucken, wie meine Belastung aussieht. Sehr gut. Okay. Also, jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und danach werden wir das Ganze nochmal probieren mit Flammenschutzring und Blitzschweiß und vielleicht auch Schild hochhalten. Weil ich habe eben gerade beim Laufen das Schild kurz runtergenommen und das war nicht so eine gute Idee. Und dann mal gucken, ob wir da durchkommen. Wenn nicht, müssen wir den Weg unter der Brücke lang gehen, was ich ziemlich krass finden würde. Weil wie gesagt, wir werden nicht mehr so viel stärker werden und der One-hittet uns. Und das ist einer der ersten Bosse.
Naja, nicht wirklich. Also die ersten Bosse sind der Tauro, der Ziegenkönig und so weiter. Den Drachen haben wir im New Game normal nicht mal gemacht. Also im normalen Spiel nicht gemacht. Ja, okay. Ist gerechtfertigt, dass er uns one-hitten kann. Ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung. Müssen wir mal gucken, ob wir die schaffen oder ob wir erstmal unsere Waffe auf +15 bringen oder ähnliche Geschichten. Also bis gleich.